So wie der so Typ mit seinem Fickkraut. Freunde, herzlich willkommen hier auf Flip Floyd, eurem Lieblingskanal. Und heute wird es kriminell, denn hier erwarten euch 360 Grad kochende, brodelnde, kriminelle Energie. Heute gönnen wir uns nämlich die Doku vom Hessischen Rundfunk, die da heißt Auf den Spuren der Kettensägenfrau. Teil 1 von 2. Würde ich jetzt einfach mal sagen, rein in den kettensägenden Aal. Ich bin sehr gespannt. Das wird unsere so True Crime Premiere jetzt hier. Ja. Schauen wir mal. Geht ja ab, das Thema. Geht ja ab. Die Deutschen stehen auf blutrünstige Kriminalität. True. Das ist wirklich so. Sind mit die erfolgreichsten. Ja, ich weiß. Also, let's go. Tanja B. soll ihren Lebensgefährten mit Kettensägen zerstückelt haben. Das wird doch jetzt nicht tatsächlich so stattgefunden haben. Ja, die Leichenteile lagen in Säcken in einer Wohnung. Ja, aber ganz kurz, ich muss mal wieder so einen total inappropriate Joke machen. Eine Sekunde, tut mir wirklich leid, wir gehen gleich wieder weiter, aber warte. Lebensgefährten mit Kettensägen zerstückelt haben. Das wird doch jetzt nicht tatsächlich... So. Ja. Ich sage nur etwas zu dem Bild und lasse das soweit unkommentiert. Die Leute, die es verstehen, finden es entweder witzig oder total ungut. Okay. Letzteres will Latte. Ich bin ja ein großer H.P. Lovecraft-Fan. Wenn ich sie sehe, denke ich an Innsmouth. Ich mach mal weiter. ...so stattgefunden haben. Ja, die Leichenteile lagen in Säcken in einer Wohnung und das wohl schon längere Zeit. Wir nennen das ein Blutbad. Er hat viel zu happy geguckt dabei. Oder? Er war richtig so, wir nennen das ein Blutbad. Hui! Alter. Bei dem Ich möchte übrigens ganz kurz anmerken, der Block sieht 1:1 aus wie der Block, so ein Block, in dem meine Großeltern gewohnt haben. Wirklich, 1:1. Mhm. Und guck dir mal die Fenster an, hat's da gebrannt? Ach so, da außen, ja. Es könnte auch ein ganz komischer Schattenwurf einfach sein. Ja, komisch. Stückelten Toten handelt es sich um den 47-jährigen Martin F. Habe Wahnvorstellungen bekommen, in ihr den Teufel gesehen, habe sie angegriffen. So einen Kettensägenfall hatten wir in diesem Ausmaß nicht. Das Opfer. Aber sie hatten schon mal einen Kettensägenfall? Ja, was heißt in diesem Ausmaß? Also, hä? Also sie hatten schon Kettensägenfälle. Ja, sieht so aus, als ob sie das hätten. Wurde der tragische Hauptdarsteller seines eigenen Horrorfilmes. Man kann es einfach nicht verstehen, dass eine Frau zu sowas in der Lage ist. Zum Schutze der Kinder. Die Bearbeitung ist so krass. Ja, aber die Aussage, man kann es nicht verstehen, dass eine Frau zu sowas in der Lage ist. Ich weiß, wo die herkommt, aber dazu mal ein kleiner Funfact aus der Psychologie. Einerseits, was Gewalttaten angeht, ist es ja tatsächlich statistisch über die Jahrhunderte Kriminalwissenschaften und Kriminalpsychologie wirklich erwiesen, dass Frauen eher zu subtilen Morden, wie beispielsweise Giftmorden und sowas, neigen. Hm? Während Männer halt extreme körperliche Gewalt bevorzugen, wenn es um Tötungsdelikte geht. Hm. Genauso ist es übrigens bei Suiziden. Der vollendete Suizid bei Männern findet immer auf eine endgültigere Art und Weise ohne diesen typischen Hilfeschrei-Charakter statt. Deswegen sind vollendete Suizide bei Männern tatsächlich auch öfter anzutreffen. Suizide generell bei Männern deutlich öfter aufzutreten, deutlich öfter auf, meine ich. Auch immer durch extreme Gewalteinwirkung. Nee, nicht immer natürlich, aber öfter. Während bei Frauen das auch da wieder subtiler vonstatten geht durch Überdosierung von Medikamenten etc. Aber das Interessante ist, dass sich die Gewalt verlagert hat in unserer modernen Zeit. Während Männer einfach stumpf, plump und dumm geblieben sind und immer noch mit Gewalteinwirkungen Verbrechen verüben, sind Frauen noch krasser geworden. Frauen agieren heutzutage nämlich viel, viel intensiver mit extremer, öffentlicher, emotionaler Gewalt. Wie beispielsweise gezieltes Nutzen von sozialen Medien, um das Leben von jemandem zu zerstören, ganz geplant. Das ist eine Sache, die Männer deutlich weniger nutzen,
weil sie auch gar nicht in der gesellschaftlichen Rolle sind, das so in der Form zu präsentieren und aufzuarbeiten, dass das so hittet. Während das bei Frauen extrem Überhand nimmt, was die emotionale Gewalt gegen ihre Opfer angeht. Das ist total spannend, das ist ein richtig krasses Thema. Die nutzen das, die nutzen ihre Möglichkeiten heutzutage viel, viel extremer, viel extrem, viel besser aus. Naja, total heftig. Hm. Ja. Müssen wir jetzt durch eine Handyortung feststellen, wo sich Tanja B. befindet? Also erstmal, what the fuck war das gerade? Zweitens, warum sagt er, wir müssen es durch eine Handyortung herausfinden, als ob das das Krasseste von der Welt wäre, eine Handyortung zu machen? Also wirklich so. Und ich weiß nicht, von wann der Fall ist. Das ist vollkommen egal, Handyortung ging, sobald es Handys gab. Und, drittens, mir fehlen diese Jungpleite verzweifelt Boom Zoom Effekt so Sound. Ja, aber das ist halt hier nicht Jungpleite verzweifelt. Das ist schon Michael Bay. Ja, aber es ist schon echt auch drüber. Also bei dem Soundeffekt gerade eben hätte sich auch einfach ein Decepticon so über die Straße in ein Hochhaus rollen können. Ja, genau, das war der Sound. Wirklich? Ja. Wir beide, echt. Seltsame Vorgehensweise habe ich in dieser Art in meinem Beruf noch nicht vorher erlebt gehabt. Ganz ehrlich, er findet es einen Ticken zu geil. Es kann ja auch alles noch ganz anders gewesen sein. Es ging in jedem Detail um die Frage, was hier passiert ist. Warum sehen die denn alle so komisch aus? Also sorry, no front gegen die, aber jeder von denen hat so einen Blick in meine Seele direkt. Oder? Ja. So ein bisschen. Wow. Der Chat Essen halt. Ja. Stark. Ich dachte. Auf den Spuren der Kettensägefrau. Die haben alle so große Augen. Guten Tag. Hiermit lege ich ein Geständnis ab. Dass ich meinen Lebensgefährten in unserer gemeinsamen Wohnung in der Niederzeller Straße in Steinau aus Notwehr erstochen habe. Er hat irgendein Kraut gegessen, was er mitgebracht hat und angeblich potenzfördernd ist. Aber er hat davon dick. Toll. Der hatte richtig Bock auf richtig nice Bumsi. Yeah. Und stattdessen wurde er abgestochen. Ja. Sad, Alter. Sad life. Dinge gesehen, so, die nicht da waren. Und gesagt, ich wäre vom Teufel besessen und wollte mich erwürgen. Als er aggressiv auf mich losgegangen ist, habe ich das Messer genommen und zugestochen. Aus Angst, dass er mir den Hals zudrückt. Es war der einzige Weg, um mich zu befreien und somit Notwehr. Ich habe von meinen Verletzungen Beweisfotos gemacht, dass sie sehen können, was er gemacht hat und ich mich wehren musste. Ich habe immer wieder auf ihn eingestochen, bis er mich losließ. Dann ist er vor meinen Füßen gestorben. Ich wollte das nicht. Es tut mir leid. Ich hatte solche Angst. Was hätte ich machen sollen? Alter, dieses Haus gibt mir gerade so Gänsehaut-Vibes, Alter. Ja, ich denke auch gerade, bin ich jetzt in Shining gelandet oder? Und es sieht wirklich so aus, als wäre das einmal komplett abgebrannt. Ja, und vorher. Die haben die Fassade gelassen. Ja. Ist klar Notwehr, aber jetzt mal ohne Spaß. Also, hat die sich direkt an die Polizei gewandt oder was? Nee, das ist anscheinend ja ihr Geständnis jetzt. Wahrscheinlich wird der Fall aber so gewesen sein, die hat ihn abgestochen, dann wollte sie es nicht, dann hat sie die Kettensäge genommen, hat ihn zerstückelt, hat ihn weggepackt und hat's. So stelle ich es mir gerade vor. Habe ich ihn ins Badezimmer gebracht und dort mit einer Kettensäge zerteilt. Er ist noch im Badezimmer in Müllsäcken. Mir glaubt ja eh keiner, da ich vorbestraft bin und auf Bewährung. Es tut mir schrecklich leid und ich werde mich in 2 Wochen in Schlüchtern auf dem Polizeipräsidium stellen. Ich schicke Ihnen die Schlüssel zu unserer Wohnung, damit Sie die Tür öffnen können und damit mein Lebensgefährte aus der Wohnung geholt und begraben wird. Es sind noch 2 Katzen und Rennmäuse in der Wohnung. Können Sie die bitte ins Tierheim bringen?
Vor dem Badezimmer habe ich blaue Müllsäcke befestigt, dass kein Gestank raus kann. Die Beerdigung für meinen Lebensgefährten soll in Steinau sein, denn er hat Steinau sehr geliebt. Unterschrieben mit Tanja B. What, Alter? Digga, was geht da? Wirklich ab? Gänsehaut. Ja. Ich hab halt wirklich Gänsehaut gerade, Alter. Das ist ja. Aber das ist ja super krass. Ich werde mich in 2 Wochen da und da bei der Polizei stellen. Was zum Fick? Warum in 2? Vorher macht sie noch mal kurz Urlaub auf Rimini oder was? Ja, naja, sie geht ja davon aus, dass ihr keiner glaubt und dass sie dann wieder im Gefängnis landen wird. Das heißt, sie macht jetzt noch mal 2 Wochen ein bisschen auf sie Bock hat. Ja. Ein bisschen, die hat sich ein bisschen Fickkraut noch von ihrem Alten eingepackt und jetzt wird noch mal eine Runde. Aber der Blick von Party der Polizistin gemacht. War jetzt auch so. Mann, die hat zu viel gesehen, Alter. Die wird gerade voll in ihr Trauma zurückgeworfen, ja, mit dem wahrscheinlich. Brief. Wahrscheinlich. Lol. Der 11. Juni 2018 beginnt auf der Polizeistation Lutichio-Straße in Schlüchtern wie jeder andere Montagmorgen. Unsere Verwaltungsangestellte öffnet jeden Morgen die Dienstpost. Das ist gegen 9:30. Sie hat dann gegen 10:10 Uhr den letzten Brief dieser Dienstpost aufgemacht, hat sich diesen Brief, der ankam, in 4 Zeilen angelesen und ist dann sofort zum Dienststellenleiter gegangen und hat dem Dienststellenleiter diesen Brief vorgelegt, weil der Inhalt relativ verstörend auf sie wirkte. Und in diesem Brief befanden sich auch 2 Schlüssel, 2 Haustürschlüssel, was schon sehr verwirrend war. Schlüssel. Alter, guck doch mal, wo er hinguckt, in meine Alter, Seele. Sowas ist nicht nur selten, sondern man kann fast sagen surreal, sodass die Wahrscheinlichkeit... Stell dir mal vor, du baust in sowas noch so eine Metaebene ein und du sagst jetzt so einem Typen dann zum Beispiel einfach, der so krass stahlblaue, stechende Augen hat, so, ja, wir wollen, dass die Zuschauer sich wirklich unangenehm getoucht fühlen bei der Doku. Bitte blinzeln sie gar nicht. Ja. So, das wäre so der Todesstoß, Alter. Dass es sich um einen Scherz handelt, fast größer ist, als dass der Inhalt des Briefes wahr ist. Natürlich könnte man fragen, wer macht denn sowas als Scherz? Aber andersrum gefragt, wer zerstückelt denn seinen Lebensgefährten und schickt dann die Schlüssel an die Polizei? Das heißt, Alter, er ist einfach Anti-Brazzo. Ja, Mann. Er ist einfach der Brazzo aus der Hölle. Die erste Frage, die im Raum stand, war gar nicht, ist es Notwehr, ist es Totschlag, ist es Mord? Die erste Frage war, stimmt es überhaupt? Schlechter Scherz kann man nicht sagen, aber ich dachte eher, wir wollen mal gucken, ob die Polizei wirklich vor Ort kommt, ob die sich das anguckt, wie lange das eventuell dauert. Das waren eher so meine Gedanken, um einfach mal zu testen, was die Polizei mit so einem Sachverhalt macht. Hä, was? Sie denkt, dass das jemand schickt, um herauszufinden, wie die Polizei darauf reagiert? Ja, na, so nach dem Motto, so krass, ich mach das jetzt und guck mal, was passiert. Doch, ich glaube schon, dass es Leute gibt, denen das allein Motivation genug sein könnte. Okay, sad. Es ist wie Swatting, nur mit Brief. Ja, stimmt. Stimmt. Ich vergesse Swatting immer. Das war sehr ungewöhnlich. Wir hatten unsere Zweifel, unsere Bedenken. Aber auch das Wissen, dass es durchaus möglich sein könnte. Weißt du, das Krasse ist, also ich finde ihn total krass, weil ich finde Leute immer, ich fange mit dem wesentlich weniger coolen an. Das ist total die Tatortaufmachung. Ja. Finde ich total krass. Und bei ihm, Franz Effinger, der Ermittler, der hat müde Augen. Und ich finde Menschen mit so müden Augen, die dann in meinem Kopf immer zu viel gesehen haben, total extrem faszinierend. Weil du siehst, dass die sehr stark sind und super funktionieren, aber dass sie sich mit so viel Scheiße rumplagen mussten schon. Finde ich immer extrem, extrem heftig. Ich finde, das siehst du am Blick von Leuten einfach. Mhm. Weißt du, was du meinst? Siehst du auch so krass am Blick von Leuten auf der Straße und so. Das ist total heftig. Es war also besprochen, dass eine Schleife hinfährt, um möglichst schnell mal festzustellen, ob da was dran sein könnte oder nicht. Aber der Beruf hat mich gelehrt, dass vieles möglich ist. Und
dass wir uns immer erst ein möglichst umfassendes Bild von allem machen. Polizeioberkommissarin Sabine Meyer macht sich gegen 10.50 Uhr in ihrem Dienstfahrzeug auf den 8 Kilometer langen Weg nach Steinau an der Straße. Der kleine Ort liegt etwa eine Autostunde östlich von Frankfurt. Gegen 11.05 Uhr trifft sie mit ihrem Kollegen in der Niederzeller Straße ein. Die Mucke, Alter. Ja, Mann. Wir sind dorthin gefahren, haben den Streifenwagen etwas abgesetzt von dem Mehrfamilienhaus, abgestellt und sind dann mit den beiden Schlüsseln zur Haupteingangstür gegangen. Als wir dann an die Eingangstür des Mehrfamilienhauses gegangen sind und einer der beiden Schlüssel passte, haben wir uns dann schon gedacht, das stimmt schon mal, wie es im Brief beschrieben ist, der Schlüssel passt. Und auf dem Klingelschild standen tatsächlich auch beide Namen, die im Brief erwähnt waren. Als wir oben vor der Tür standen und den Schlüssel in die Wohnungstür gesteckt haben und umgeschlossen haben, habe ich dann so bei mir gedacht, bisher stimmt alles. Haben dann vorsichtig die Wohnung betreten, haben die Tür ganz aufgemacht. Und von der Wohnungstür aus konnte man dann schräg gegenüberliegend links tatsächlich eine weitere kleine Tür wahrnehmen, die komplett mit Panzerklebeband und schwarzen Müllsäcken zugeklebt war. Gar kein Weiter Bock links mehr. Schien das Wohnzimmer zu sein. Und da waren. Das ist doch wirklich, das ist doch der Moment, wo du denkst, Bruder muss los. Das war's an der Stelle für mich. Ich rufe die Kollegen von der Spusi. Ja. Da machst du doch nichts mehr, Alter. Da darfst du ja auch nichts anfassen. Wenn bis dahin alles stimmt, dann doch genug Indizien, dass du um Gottes Willen nichts mehr antatschst, oder? Nee, es müssen die Katzen und die Springmäuse müssen noch da sein. Stimmt. Stimmt. Anhaftungen auf dem Fußboden erkennbar und Blutspuren, was für mich im ersten Moment aussah, als wäre jemand barfuß durch Blut gelaufen. Als wir in der Wohnung waren, war noch überhaupt kein Leichengeruch oder Ähnliches wahrnehmbar. Kann es sein, dass hier im zweiten Stock fast eine Woche zuvor eine Leiche mit der Kettensäge zerteilt wurde, ohne dass die Nachbarn etwas bemerkt haben? Das macht mich fertig jetzt. Ich habe mich dann mit meinem Kollegen angeguckt. Dann haben wir ein Foto gemacht von der Situation. Sind dann wieder raus. Sorry, das war so. Ich habe mich mit meinem Kollegen angeguckt und dann erstmal Selfie. Tschick. So vor der abgeklebten Müllsacktür so. Ja, heute wieder Tatortbegehung. Boop, 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 boop. Seid live dabei. Folgt mir auf Instagram. Nice. Haben die Tür zugeschlossen, würde man, haben das komplette Haus verlassen, ja. Sind zu unserem Streifenwagen. Also ich wollte legit gerade fragen, würde man dafür gefeuert werden, aber was, ja natürlich, saudumm. Also nicht, vielleicht nicht gefeuert, aber man wäre die letzte Stelle wahrscheinlich im aktiven, man wäre das letzte Mal im aktiven Dienst wahrscheinlich. Fragen gegangen und haben dann dementsprechend Telefonate geführt mit unserer Dienststellenleitung und mit dem zuständigen Kriminalkommissariat. Bei der Kripo in Gelnhausen bereitet Kriminalhauptkommissar Franz Efinger gerade eine Dienstbesprechung vor, als sein Telefon klingelt. Da stand dann relativ schnell fest, dass ich selbst zum Tatort fahren würde und dort die Arbeit am Tatort leiten, übernehmen würde. Es war mittlerweile 23:45 ungefähr, Montag vormittags, sind meine Kollegin und ich dort eingetroffen. Das Geschehen, das sie geschildert hat in ihrem Brief, ließ vermuten, dass da auch, wir nennen das ein Blutbad, wird vorzufinden sein. So etwas hat es im Main-Kinzig-Kreis noch nicht gegeben. Der 57-jährige Kripo-Beamte rechnet mit dem Schlimmsten. Und dann sind wir zusammen. Ich glaube, das hat mit dem kleinen Kreis da jetzt nicht viel zu tun, Alter. Ich glaube, so viele Kettensägendelikte gab es auch noch nicht in einer Metropole wie Berlin. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, Kettensägendelikte mit so mit Mord oder Totschlag oder was auch immer das dann ist, ja, sind echt selten. Ich habe, aber warte mal ganz kurz. Ist das die Frage wird garantiert noch beantwortet, bin ich mir sicher. Aber jetzt mal Hypothese oder nee, anders Frage. Spielt die Kettensäge für das Verfahren überhaupt noch eine Rolle, weil derjenige ja schon tot ist?
Ich weiß, also das ist nicht für die Tötung, aber ich weiß nicht, wie das ist mit noch zusatzmäßig Vertuschung und so weiter. Leichenschändung ist auch ein guter Call, ja. Ja, oder sowas wie, es gibt doch dann so Abstufungen wie besondere Schwere der Tat oder der Schuld oder irgendwie sowas, ne? Naja, das ist halt, du kannst halt natürlich, wenn du jetzt die Geschichte ist, sie tötet ihn im Affekt, ja, oder aus Selbstverteidigung, aus Notwehr, dann ist natürlich einfacher, das zu begründen, wenn du die Leiche danach nicht zerteilst und weg in die Säcke packst. So. Das Krasse ist aber, dass diese Übertötung. Übertöten ist tatsächlich ein Begriff, der verwendet wird bei Morden, die von Soziopathen oder Psychopathen begangen werden. Übertöten ist zum Beispiel jemanden umbringen mit 50 Messerstichen. Und die Rechtsmedizin sagt, der war nach 2 Stichen tot und es wurde weitere 48 Mal auf ihn eingestochen. Diese Art der Übertötung spielt tatsächlich dann im Prozess eine große Rolle. In Deutschland auch? Ja. Gibt es das? Ja, den Begriff Übertötung, den gibt es tatsächlich also auf jeden Fall gibt es den in der Psychologie und in der Rechtsmedizin dementsprechend auch. Und der ist auch relevant, glaube ich, für ein Verfahren. Bilde mir ein, das irgendwann im Studium mal gehört zu haben. Ja, also gibt es, aber es ist auch so, ich weiß gar nicht, Tod ist so endlich, dass ich mich wundere, dass so, ja, ist, wenn der Angreifer gegenüber dem Opfer deutlich mehr Gewalt anwendet, als zur eigentlichen Tötung notwendig gewesen wäre. Ja, Tod ist Tod, finde ich. Also es gibt einen Unterschied zwischen Notwehr, Totschlag und Mord, klar. Aber genau das, was du gerade beschrieben hast. Dieser lange Satz ist ja nur zusammengerafft in einem Wort. Es beschreibt ja nur, was passiert ist. Ja, ja. Er hat so viel mehr Gewalt angewendet, als eigentlich nötig gewesen wäre, um denjenigen zu töten, weil er eben schon tot war und er trotzdem weitergemacht hat. Ja. Hat jemand gedacht, das ist mir zu lang im Protokoll, Übertötung. Ja. Ja. Ändert nichts daran, dass ich finde, dass Tod so endlich ist. Okay, dann bin ich dafür, dass der Gesetzestext dahingehend auch geändert wird. Ich auch. Lass eine Petition online stellen nachher. Ja. Alright. Also mein Kollege, der Herr Efinger, seine Kollegin und ich hochgegangen in die Wohnung. Die Wohnung ist relativ klein. Es ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Küche und Bad. Und alles, was wir auf den ersten Blick in diese Wohnung sehen konnten, war blutverschmiert. Und haben dann besprochen, dass wir die Badezimmertür zumindest mal so weit öffnen. Ich muss sagen, Tatortbilder. Um da reingucken zu können, das habe ich. Tatortbilder finde ich immer krass in Dokus. Ja. Finde ich immer heftig. Selbst dann gemacht, dieses Verkleben der Badezimmertür so weit gelöst, dass ich die Badezimmertür aufmachen konnte und habe dort drin dann durch einen vielleicht 20 cm breiten Spalt, mehr ging die Badezimmertür gar nicht zu öffnen im ersten Moment, sehen können, dass da drin jede Menge Blut zu finden war, dass dort mehrere Plastikmüllsäcke zu finden waren, die offensichtlich gefüllt waren, dass dort eine blutverschmierte Kettensäge neben der Badewanne stand und der Geruch war auch entsprechend, sodass mit diesem Blick in das Badezimmer für mich feststand, dass das Geschehen, so wie sie es geschildert hat, mutmaßlich stattgefunden hat. Es war aber schon der Moment, wo erst das richtiges Kopfschütteln aufkam über das, was hier passiert ist. Handelt es sich hier tatsächlich um eine schreckliche Beziehungstat? Also dieser zwischendrin mal alle 10 Minuten vorkommende Voice-Over-Boy macht mich auch so ein bisschen fertig. Noch on top. Aber ich wollte nur ganz kurz, weil ich dazu jetzt gerade im Live-Chat mehrere Nachrichten gesehen habe, zum Thema die Betroffenen, Übertötung darf man nicht abschaffen und so weiter und so fort. Okay, weil das die Schwere der Tat nochmal definiert, verstehe ich. Für mich ist aber, wenn nachgewiesen ist, du hast einen Mord begangen, also du hast mit Absicht einen Menschen getötet, und das ist das, was ich damit meine, gehört derjenige für mich sowieso nicht mehr auf die Straße.
Nee, weil auch, weil, nee. Doch, also für mich nee. Schon, weil, nee. Doch. Du kannst nicht nee sagen, weil doch, für mich schon, wenn es Mord ist. Wenn Totschlag nein, ist oder nicht. Notwehr, dann okay, aber... Nee, es kann auch, nee, nee, weil sobald du das mit Vorsatz zum Beispiel hast, redest du ja von einem Morddelikt. Und angenommen zum Beispiel, du wirst 15 Jahre deines Lebens in einem Keller gehalten, jeden Tag missbraucht und beschließt du, denjenigen zu töten, vorsätzlich. Das ist Notstand. Absoluter Absicht. Das ist aber trotzdem Notstand. Ja, aber du hast also, ja, naja, aber du hast ja, dann ist ein Mensch vorsätzlich getötet worden. Trotzdem gehört derjenige für mich A in Therapie und B noch auf die Straße, wenn es denn geht. Ja, aber das ist tatsächlich dann vollkommen, also es ist kein Mord. Du wirst nicht des Mordes verklagt, dann, sage ich dir. Also wenn das der Fall ist, wirst du nicht zum Mord verklagt. Es geht nur darum, verurteilt, meine ich. Aber du siehst ja, wie unfassbar fein nuanciert so eine Auseinandersetzung mit dem Thema ist. Und deshalb brauchst du halt endlos viele Abstufungen, um bestimmte Sachen einfach zu verbalisieren. Also um bestimmte Sachen einfach rüberzubringen, warum eventuelle Urteile gerechtfertigt sind. Okay, doch. Die Leute sagen doch. Also weißt du, wie ich es meine? Also ich weiß, wie du... Definitionsfrage. Ja, ja, ich weiß, aber ich gehe eigentlich... Also gut. Kannst ja nicht sagen, derjenige ist tot und alles, was darüber hinaus passiert ist, spielt keine Rolle für den Prozess. Das geht ja nicht. Nee, das meinte ich ja auch gar nicht. Sondern mir ging es jetzt nur um diesen Satz der Übertötung, in der nur drin stand, du hast mehr Kraft angewendet, als du für den Mord benötigt hättest. Nicht mehr Kraft, mehr Gewalt. Ja, oder mehr Gewalt. Ich finde das schon wichtig. Ja, okay. Ja, man muss sich ja auch nicht, ne? Wie war das? We agree to disagree? Easy. Ja, ja, nein. Ja. Easy. Nee, es ist vollkommen richtig, aber wenn ich glaube, also deswegen, ich lasse das jetzt auch an der Stelle, weil ich bräuchte jetzt eine halbe Stunde, um zu erklären, was ich meine. Okay. Ja, als der Brief also, ankam. Geht nicht um dich, sondern geht tatsächlich um das, was ich im Chat lese und da ich mich jetzt nicht mit hunderten Volljuristen streiten möchte, mache ich das in einem anderen Punkt. Und bis wir dann tatsächlich die Leichenteile in der Wohnung gefunden haben, war das schon belastend, dass wirklich belastend, jemand sagt sie. In einem Brief ein solches Geständnis ablegt und dass man dann vor Ort das tatsächlich so findet. Stell mir es doch gerade vor, wie sie einfach da steht. In dem Brief stand ja geschrieben, dass sich in der Wohnung Farbratten, zwei Katzen und Rennmäuse befinden. Und dann habe ich gesagt, dass ich versuche... Vor allen Dingen ist das auch durch die Intonation macht es da ja, ne? Weil sie denkt sich, boah, belastend, Alter. Und dann kommt die, aber die Frau, die das gemacht hat, dann steht sie vor der Frau, boah, belastend, Alter, mit ihrem Brief. Und der denkt sie aber sofort an die Katzen und die Rennmäuse und ich bin immer noch Fan von ihrem hellgrünen, wie nennt man das, wenn man das unter dem Auge macht? Ist das dann auch Lidschatten? Es ist Lidschatten, oder? Eyeliner unter... Ist Eyeliner auch unter, also das untere Augenlid? Eyeliner, okay. Kajal? Leute, macht mich nicht fertig. Augenringe. Danke dafür. Lidstrich. Okay, wir einigen uns, es ist Kajal, weil das schreiben die meisten. Okay, cool. Suchen würde mit Kollegen so spurenschonend wie möglich, diese Katzen einzufangen, damit danach eine vernünftige Tatortarbeit möglich ist. Kollegin Meier hat die zwei Katzen aus dem Wohnzimmer geholt und sie der Nachbarin übergeben. Daraufhin hat der Kollege Ilfinger die Tür wieder zugemacht. Wir sind auch aus der Wohnung wieder komplett verklebt. Raus, haben verschlossen, sind wieder vor die Tür. Und da hat Herr Ilfinger dann das Tatortkommando bestellt, hat die Gerichtsmedizin in Frankfurt informiert. Und jetzt habe ich das Meme im Kopf. Fuck this shit, I'm out. Ja, aber das Tatortkommando finde ich ja, schon mal geil. Gut. Und es ist nicht die Spurensicherung, weil die haben sie ja nochmal separat bestellt. Was zur Hölle ist das Tatortkommando? Das Taco, Paul. Die Spusi und das Taco.
Ja, ich hab keine Ahnung, was ein Tatortkommando ist. Mega. Ey, wir brauchen auch jetzt. Leute, wirklich, tut mir eingefallen. Bitte beachtet Folgendes. Weder Paul noch ich sind Juristen. Können wir uns darauf kurz einigen? Vielen lieben Dank für euer Verständnis. Hat die Staatsanwaltschaft. Alter, er tötet mich halt mit seinem Blick. Ich habe dann mit der Kriminalpolizei abgesprochen, dass sich diese nicht in das Badezimmer begeben, sondern auch die Tatortgruppe der Kriminalpolizei und die Gerichtsmedizin zu Rate ziehen und dass wir alle zusammen uns am Tatort versammeln und dann gemeinsam das Badezimmer betreten. Im Fokus. Was für ein bürokratischer Aufriss. Also, er sieht ein bisschen aus wie dieser Reality-Star-Vogel, dieser Prinz irgendwas. So, bürokratischer Aufriss, Entschuldigung, ich hab dich da... Nee, ich bin jetzt gerade... Meinst du Prinz Markus? Nein, überhaupt nicht. Nee, das ist so ein jungscher Typ, der irgendwie... Weiß ich nicht, ob der irgendwas mit Schönheits-OPs oder so am Hut hatte. Der hat so lange Haare und ist so... Jetzt stell dir mal vor, da kommt jetzt das Taco, die Spusi... Und die Stasi, nee, Staatsanwaltschaft, wie nennen wir die? Die nennen wir nicht Stasi, die nennen wir Stava. Die Stava. Und stehen da alle drin in diesem kleinen Badezimmer? Das ist doch voll kacke. Das ist doch richtig kacke einfach. Die Stava. Aber ist doch richtig voll dann. Ich glaube auch so, aber die können doch rotieren, Paul. Die haben ein Rotationsprinzip. Das funktioniert extrem gut. Das hat sich bewährt. Okay. Die Zwei-Zimmer-Wohnung, die Tanja B. mit ihrem Lebensgefährten seit einem halben Jahr bewohnt. Man kann leider einen Tatort nicht einfrieren, man kann ihn nicht konservieren, man kann ihn nicht so mitnehmen, wie er ist. Die Spuren also zu bewahren, die Spuren zu sichern, die man später möglicherweise nicht mehr rekonstruieren kann, ist wichtig. Und gerade in der Anfangszeit, in der Zeit der Ermittlungen, wo man noch nicht weiß, was später wichtig wird, besteht immer die Gefahr, Spuren zu zerstören, die man später nicht mehr rekonstruieren kann. Ich finde phänomenal, wie geil sein Einstecktuch gefaltet ist. Echt? Also ist schon eine besondere für Art. Für mich sieht es aus wie reingeknüllt und die Ecken... Nee, also ich sag dir, das ist mit Absicht. Aber ich find's scheiße. Nee, ich sag dir, das ist sein Stil, weil es gehört auch dazu. Der hat auch so... Der Krawattenknoten ist auch nicht so richtig... Ist ein einfacher halt. Ja, aber auch nicht so richtig gerade. Den einfachen kriegst du auch nicht richtig gerade. Naja, du kriegst ihn besser hin als das. Ja, das stimmt. Und sein Hinterteil-Festhalter von dem Schlips hängt auch so ein bisschen schief. Aber die Krawattennadel. Krawattennadel, danke. Ja. Und eigentlich ist aber alles richtig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht sagen würde, der hat diesen Anzug, das Hemd und der hat das alles für diese Aufnahme gekauft. Kann sein, weil es ist nicht Maß. Nee. Aber es ist schon sehr neu. Ist nice, ist sehr neu, aber der Anzug ist ihm Ticken zu groß. Ja, der Hinterteil-Festhalter. So sieht's aus. Genau. Besteht immer die Gefahr, Spuren zu zerstören, die man später nicht mehr rekonstruieren kann. Ist aber übrigens eine geile Farbe für einen Anzug. Dass wir zunächst mal uns vergewissern müssen, ob der Leichnam vollständig im Bad vorhanden ist. Dass wir gucken müssen, ob wir Informationen über die Art der Tötung kriegen. Das heißt, dass die Rechtsmedizin in sich grob anschauen kann, um möglicherweise etwas zur Todesursache sagen zu können. Alter, das ist doch ein Scherz. Die sehen alle aus wie gecastete Tatortschauspieler. Oder? Also die sehen schon echt so aus. jetzt sage ich was extrem oberflächlich klingt. Aber ist tatsächlich, was die Sozialforschung angeht, wirklich bewiesen. Aber man sieht hier extrem krass, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Intelligenz, Grad akademischer Bildung und Attraktivität. Und das meine ich jetzt sowohl, also auch für den Chefermittler und so.
Okay. Ich dachte kurz, du wärst off. Nee, ich war kurz, also ich bin da gar nicht so konträr, sondern ich bin tatsächlich, hänge immer noch bei dem Casting, weil ich finde, die sind alle, sehen sie so, also sie sehen halt wirklich 1:1, so würde ich sie besetzen. Also wirklich besetzen, so. Ja. Ja. Und den Profiler auch, der ist sehr jung, der kommt gerade irgendwie von der Academy, gerade aus der Uni oder so und ist noch. Das ist sein erster Fall gleich und der muss sich beweisen. Und der Profiler, den man hier sieht, der wird gespielt von Edin. Zum Beispiel, ja. Oder? Ja. Das ginge voll. Ja. Ja. Franziska Holz. Boah, was passiert? Weiß ich nicht, du bist irgendwo draufgekommen, glaube ich. Da redet sie. Und so können. Ha. Franziska Holz. Doch. Der Badezimmer war absolut. Jetzt hast du keinen Ton mehr. Wie sehr wird sie gelitten haben unter dem Song Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Ich sag, als der Song richtig groß war, war das eine sehr schwere Zeit für sie. Ich glaube, in ihrem Metier wurde sie nicht damit aufgezogen. Bullshit. Bin ich von überzeugt. Auch ihr Freund oder Verlobter oder Mann oder, na gut, wenn sie denn einen hat. Kam garantiert schon mal mit dem Ständer zu ihr und hat das gesungen. Und nicht mehr. Das war ein kleines Badezimmer. Badewanne war rechter Hand, geradeaus die Toilette und dazwischen lagen viele Müllbeutel, eine Matratzenschoner, Decken direkt neben dem Eingang, zwei Kettensägen. In dem Fall war die ganz konkrete Fragestellung, dadurch, dass wir wussten, dass der Leichnam zerteilt worden sein soll, haben wir alle Körperteile, die zu einer Person gehören. Guck mal, so wie sie sitzt, ist jetzt absolut Schrödingers Rollstuhl. Ist wahr. Ich bin mir auch immer noch nicht so sicher, ob es ein richtig guter Greenscreen ist. Aber. Da war ich auch schon. Aber das ist, ich bin mir auch so ein bisschen unsicher, was sie da so alles so zeigen. Ja, also, mal gucken. Im Zweifel müssen wir sehr schnell abbrechen. Ja, ich habe auch schon auf der anderen Szene meinen Finger. Aber es sind die guten Müllsäcke, das kann man sagen. Die sind scheiße teuer, die schwarzen Reißfesten. Ne? Ja, die mit der Zugleine. Ja. Ja. Hören, ist alles da, muss irgendwo noch irgendwas gesucht werden und ganz insbesondere haben wir vielleicht zwei linke Arme, zwei rechte Beine. Die erinnert mich ein bisschen an Matti. Die haben den gleichen Mund. Du bist gemutet. Ja, ich habe mich bloß gerade aufgeregt, weil ich hier Scheiße gebaut habe, gerade richtig beim Klicken. Da ist sie wieder. Ja, stimmt. Sieht wirklich ein bisschen aus wie Matti. Ja, und die hat auch dieses Grübchen. Gut. Das bisschen, ja. Ja. Also haben wir die nächste Rolle gut besetzt. Ja. Nice. Frauen töten selten und wenn dann meist also hier auf Edin? Andere Art und vor allen Dingen aus anderen Gründen. Diese Brutalität und eine Leiche mit einer Kettensäge zu zerstückeln, das ist ein... Stell dir mal vor, du hast so einen super witzigen Typen, der sich richtig lustig findet auf der Arbeit. Und der ist dann auch bei der Spurensicherung. Und du weißt nie, was er meint, weil der macht ständig Witze wie, hier, ist doch so ein Typ mit zwei linken Händen. Und dann hält er diese hoch und es sind wirklich einfach zwei. Und eigentlich ist es total katastrophal, weil das heißt, es gibt noch eine Leiche, aber er findet es einfach nur lustig. Aber das wäre ich. Ist dabei. Er klingt wie der Typ bei X-Faktor, stimmt. Malig. Nur dieser Fall war etwas Besonderes, sondern auch die Ermittlungen ab der ersten Sekunde. Es ging nicht um die Frage, wer es war, aber es ging... in jedem Detail um die Frage, was hier passiert ist. Die Art der Tötung, die vielen Stiche, das viele Blut in der Wohnung und die relativ stümperhafte Vorgehensweise bei dem Versuch, den Leichnam zu zerteilen und zu verpacken und zu entsorgen, ließen mich zu diesem Zeitpunkt noch vermuten, das kann nichts Geplantes gewesen sein. Weil dann hätte sie sich da gründlicher Gedanken drüber machen müssen. Parallel dazu haben sich die Kollegen der Spurensicherung
Weißt du, was mich richtig fickt, Alter? Die Spuren nachher in der Wohnung geschafft und der Typ sieht einfach so hardcore nach meinem alten Schulleiter, nach meinem Direktor aus. Echt? Er sieht so dermaßen aus wie unser Schuldirektor, Alter. Im Abi. Total krass. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe so Muten Roshi-Vibes auch. Ich glaube, der könnte dieses Hemd zerreißen und wäre so 100% ripped. Er hat so das übelste 8-Pack. Ja, glaube ich nicht. Ja, Mann, glaube ich auch. Haben das Ganze erstmal fotografisch dokumentiert. Das ist ganz wichtig, bevor wir dann selbst Veränderungen vornehmen auf der Suche nach allem Möglichen, dass wir dann erstmal dokumentieren, der Status quo, wie der denn war, als wir eingetroffen sind. Hat es hier einen Kampf gegeben? Wurde Tanja B. hier von ihrem Lebensgefährten angegriffen und musste sie sich verteidigen? Und was sagt Daenerys dazu? Was sagt Daenerys eigentlich dazu? Ey, bei fotografisch dokumentiert. Ich glaube, wenn ich so Phishing- oder Hackerfähigkeiten hätte, mir würde das so der Login zu einer Social-Media-Seite der Polizei, Instagram oder Twitter oder so, in die Hände fallen. Ich würde mit meiner kriminellen Energie für den Shitstorm ihres Lebens sorgen. Ich würde dann. Aber warum? Weil ich kann in dem Moment. Okay. Ich würde, keine Ahnung, so Bilder, die man früher so auf Rotten.com oder so gefunden hat. Ja. Ja. Und so Typen, die sich mit der Shotgun irgendwie das Gesicht weggeschossen haben. Dann würde ich so ein Ding posten. Ja. Und dann irgendwie, keine Ahnung, so, wir bitten um ihre Mithilfe. Uns fällt es doch recht schwer, diese Person zu identifizieren. Haben Sie diesen Mann gesehen? Oder ziemlich kopflose Aktion. Oder auch so Jugendliche, keine Ahnung, tot in einem Auto und dann nur das Bild posten mit Hashtag YOLO. Einmal nur, okay. Aha. Und dann let me watch the world burn, Alter. Dann würde ich mich einfach nur zurückdrehen und gucken, wie Twitter ausrastet und die Polizei zerbombt. Verstehe. Würde ich das wirklich machen? Nein, auf keinen Fall. Für alle über 18, unter 18 meine ich, rotten.com gibt es nicht. Und alle drüber, Leute, guckt es euch definitiv nie an. Es ist halt wirklich richtig scheiße. Ich weiß gar nicht, ob die Seite noch existiert, aber du siehst halt alles. Hier habe ich auch schon im Chat gesehen, habe ich mir auch schon gedacht, wurde da jemand gefesselt an diesem Stuhl? Oder liegt das einfach so random da drüber? Ich behaupte, es liegt random darüber. Okay, Rotten ist offline, das ist schön. Nachdem ich den Tatort besichtigt hatte, war es so, dass ich schon relativ schnell... Stimmt, Sexspiele, er hatte ja eigentlich vorbereitet, dass er richtig, er wollte ja richtig wild werden. Er wollte ja ordentlich knattern, wollte er. Eieiei. Klar, die Leichenteile, das stimmt. Die Gerichtsmedizin konnte auch schon vor Ort gewisse Messerstiche feststellen, sodass das alles passen konnte. Darüber hinaus hat man sich natürlich auch ein Bild von der kompletten Wohnung gemacht und die glich schon einer Messi-Wohnung, das muss man genauso sagen. Und dann war es schon so, dass ich dachte, das kann wirklich so passiert sein. Für Notwehr sprach, dass es in der Wohnung tatsächlich Spuren eines Kampfgeschehens gegeben hat. Dass es relativ die Bude war sau unaufgeräumt. Woran haben Sie das denn gesehen? Im Schlafzimmer. Dort soll der Lebensgefährte sie bedroht haben und aus Angst habe sie dann zugestochen, schreibt Tanja B. in ihrem Brief an die Polizei. Die Notwehrkategorie ist, ich werde angegriffen und ich wehre mich, solange der Angriff andauert, um diesen Angriff abzuwehren. Und wenn dieser Angriff abgewehrt ist, wenn also die Person auf dem Boden liegt und nicht mehr angriffsfähig ist, dann brauche ich mich nicht mehr weiter wehren. Dann kann ich den Raum verlassen, dann kann ich flüchten, denn dann greift mich niemand mehr an. Sie hat geschildert, dass er sie angegriffen hätte, nachdem er eine Substanz Kräuter gegessen hätte, die wahrscheinlich eine psychotrope Wirkung hätten. Daraufhin haben wir uns in der Wohnung danach umgeschaut. In der Küche waren Speisereste vorzufinden. Solche, die auch ein Kraut hätten gewesen sein können.
wobei es sich um das Kraut hätte gehandelt haben können, von dem sie sagt, dass er es genommen hat, bevor er sie angegriffen habe. Das die Kriminalpolizei hat dann gesucht, ob es irgendwelche Kräuter, irgendwelche Medikamente, irgendwelche Drogen geben könnte oder irgendwas, was darauf hindeutet, und hat das dann der Spurensicherung übergeben, asserviert und zu uns ins Institut zur Analyse überstellt. Wenn man was in die Asservatenkammer bringt, heißt das, man hat das asserviert. Ich glaube, ich habe dieses Wort noch nie gehört vorher. Stimmt. Asserviert. Richtig was gelernt. Was hat Tanja B. hier getan und sind womöglich weitere Menschen in Gefahr? Tanja B. hatte in dem Brief geschrieben, dass sie sich derzeit in den neuen Bundesländern aufhalte, da sie nochmal den Kontakt zu ihren Kindern gesucht habe. Und es ließ sich dann auch in den sofort eingeleiteten Ermittlungen verifizieren, dass Tanja B. 7 Kinder von 3 verschiedenen Männern hat. Was bei uns die Alarmglocken hat schrillen lassen hinsichtlich einer möglichen Gefährdungslage für die Kinder. Weil uns dann sehr schnell klar wurde, dass dort eine Frau unterwegs ist, um nach ihren Kindern zu schauen. Das weckt die Gefahr, dass da ein, wie wir... Ich komme gerade nicht drauf. Das ist ja noch 2 und dann gibt es Mutterverdienstkreuz, oder? Das hätte ich ja vorher... Weiß ich nicht, aber... Ich hätte vorher googeln können. Das... ist schon krass. So, wann kriege ich das denn? Was? Die Wertigkeit war jeweils nach Anzahl der Kinder gegliedert. Ab 4 Kindern erhielten die Mütter das bronzene, ab 6 Kindern das silberne und ab 8 Kindern das goldene Mutterkreuz. Das heißt, sie hatte schon das silberne. Ja. Ich dachte, okay. Gibt es das heute nicht mehr? Ich hätte irgendwie... Hätte ich das noch? Sorry, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber... Ist das so ein Nazi-Ding? Nee. Ich... Also... Naja. Scheint raus. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, es ist doch ein Nazi-Ding. Ist es doch? Ich glaube doch, ja. So hier, die so die Artikel lese, ich glaube doch. Gut, nehmen wir das Thema und schieben es woanders hin. So, lassen wir das. Alright, weiter im Text. Entschuldigung. Weiter der Suizid im Raum steht, dann hat man dieses Szenario, was da passiert sein könnte oder noch passieren könnte, das hat man schon den ganzen Tag im Hinterkopf und macht sich da Gedanken drum. Es bestand durchaus die Gefahr, dass sie ihren Partner, die Kinder und vielleicht auch sich selbst umbringt. Es gab zu diesem Zeitpunkt also 2 Prioritäten. Den Fall ermitteln und sie finden, aber auch die Kinder schützen. Was geht im Kopf von Tanja B. vor? Wo ist sie? Was hat sie geplant? Wer ist sie? Da das zweite Team von uns, die haben angefangen mit... Wann ist sie? Sorry, das Wer ist sie hat mich ganz kurz rausgebracht. Das, was wir Nachbarschaftsbefragung nennen, es war ein Mehrfamilienwohnhaus mit, ich glaube, insgesamt 9 Wohneinheiten, wo möglicherweise Zeugen zu finden wären. Zwischendrin irgendwann kamen mehrere Nachbarn und haben angegeben, dass die Tanja B. in den vorangegangenen Tagen mehrfach schwarze Müllsäcke in die dafür vorgesehene Tonne vor dem Haus gelegt habe. Ich bin dann hergegangen und habe draußen die Mülltonnen nach eventuell noch vorhandenen Spuren oder Leichenteilen, aber mit negativem Ergebnis abgesucht. Über das eigentliche Tatgeschehen bekamen wir erstmal überhaupt keine Informationen. Wir fanden also tatsächlich niemanden in der Nachbarschaft, weder im Haus noch in den Nachbarhäusern, der uns irgendetwas hätte berichten können zu dem möglichen Tatgeschehen. Aber jetzt mal ohne Spaß. Ja, sprechen wir den Elefanten im Raum doch endlich mal an. Kettensäge. Also hatte sie einfach eine sehr gute Elektrokettensäge? Die man nicht hört, ja, kann oder sein. Oder sind die Leute wirklich einfach taub? Also eine elektrische ist wirklich leise. Ja. Ja, ist sie wirklich. Also eine Benziner, Alter,
Die hörst du. Aber auch noch im nächsten Haus. Es war eine Elektrokettensäge, hat man im Bild gesehen. Okay, alles klar. Ja. Siehst du, danke an den aufmerksamen Zuschauer Reno. Aber noch der zweite Elefant. Ja. Wenn die Wochen vorher die ganze Zeit diese Müllsäcke, wenn die in irgendeiner Form ihre Kinder beseitigt hat, bin ich raus aus dieser Doku. Ich wollte es nur kurz sagen. Schau mal. Aber bis jetzt ja ohne Ergebnis. Die sieben Kinder liefen natürlich weiter im Hintergrund die Ermittlungen, dass wir überprüfen wollten, wo befinden sich die Kinder. Und wir dann die örtlich zuständigen Dienststellen damit beauftragen konnten, nach den Kindern zu schauen, sich darum zu kümmern, ob es ihnen gut ging. Die örtlichen Polizeidienststellen sind dann sofort zu den Wohnobjekten der sieben Kinder gefahren. Weil Tanja B. von 2015 bis 2017 wegen verschiedener Betrügereien im Gefängnis sitzt, leben ihre Kinder in Pflegefamilien. Die 34-Jährige hat seitdem keinen Kontakt mehr zu ihnen. Okay. 34, alter Paul. Ja, quasi wir bekamen so alt wie im Laufe des Nachmittags bis ca. 18 Uhr Abend die Rückmeldung. Übrigens von 2018 ist es noch nicht so lange her. Krass. Ja. Okay, dann war sie 3 Jahre älter als wir. In allen 7 Fällen, dass die Kinder wohl auf sind. Dann geht das. Sich diese Kinder in ihren Pflegefamilien aufhalten und sie Gott sei Dank nicht in Gefahr waren. Und dass es in letzter Zeit keinerlei Kontakte der Kinder zu ihrer Mutter gegeben hat. Wir brauchten dann auch bis ca. 18.30 Uhr, bis die Leichenteile sämtlich geborgen sind. Hör mal, schnall ich jetzt erst. Die sind immer noch am selben Tag. Ja. Die erzählen immer noch vom selben Tag. Ja. Was für ein Apparat, Alter. Nicht schlecht. Also guck mal, was die alles schon gecheckt haben in der Zeit. Krass. Waren, das hatte ich bis gerade gar nicht auf dem Schirm. Durch eine Pietät abtransportiert und zum Rechtsmedizinischen Institut der Uniklinik Frankfurt verbracht worden waren, wo die Obduktion stattfinden sollte. Wir haben die schnell mit Heißkleber zusammengeschustert. Ich war übrigens 33, als ich erfahren habe, dass pietätlos daher kommt, dass Pietät ein Objekt ist, um Leichen versteckt zu transportieren. Ich war heute alt. Ja, ich auch. Ich wusste das nicht. Ich auch nicht. War mir nicht klar. In Steinau an der Straße im Main-Kinzig-Kreis hat die Polizei Leichenteile gefunden. Die Nachrichten jetzt mit Robert Hübner. Ja, die Leichenteile lagen in Säcken in einer Wohnung und das wohl schon längere Zeit. Die tote Person ist ein Mann und er soll getötet worden sein. Did you just in diesem Haus in Steinau an der Straße lebte das Opfer, ein 47-jähriger Busfahrer. Die Kriminaltechnik sichert heute Spuren. Meine teure Reporterin Johanna Miem, die ist jetzt für uns vor Ort. Johanna, was weißt du denn schon über diesen Fall? Was ist da passiert? Ja, Susanne, ich befinde mich hier im osthessischen Steinau an der Straße. Genau vor der Wohnung, in der die Polizei heute eine zerstückelte Leiche gefunden hat. Zuvor muss es wohl einen Hinweis bei der Polizeistation in Schlüchtern gegeben haben. Daraufhin um 11 Uhr fuhr die Polizei direkt zu der angegebenen Adresse hier in Steinau an der Straße und entdeckte mehrere Plastiksäcke. In ihnen Teile einer männlichen Leiche. Anscheinend muss es sich wohl um ein Verbrechen handeln. Die Kriminalpolizei und die Oberstaatsanwaltschaft Hanau haben die Ermittlungen aufgenommen. Und es gibt wohl schon einen Verdacht. Das war eine sehr druckbeladene Situation. Ich befand mich am Tatort mit meinem Kollegen. Die Kriminalpolizei war am Ermitteln. Die Rechtsmedizin war im Badezimmer. Ich bewegte mich auch die ganze Zeit zwischen Badezimmer, Wohnung und vor dem Haus. Und dann stellte sich natürlich die Frage, wo ist Tanja B.? Um das zu klären, benötigten wir natürlich dringend die Telefondaten der Tanja B.
Paul, wenn wir uns jetzt im Büro treffen, könnten wir in 5 Stunden 28 Minuten am Haus sein. Okay. Aber... Und wir wären mal in Steinau an der Straße. Das stimmt. Könnten wir jetzt machen. Wäre aber für morgen, glaube ich, richtig anstrengend. Und danach könnten wir noch gefälschte Uhren und schlechte Drogen in Frankfurt kaufen. Das ist quasi nebenan. Oh, das kriegen wir doch schneller hin, oder? Machen wir Livestream mit dem Handy. Ballern wir schnell dahin. Sehe ich, ja, da sehe ich uns. Dann kommen wir morgen zu spät zum Panel. Sie hat ihr Handy dabei. Ja, stimmt. Und wir vermuteten, sie hat auch das Mobiltelefon des Geschädigten dabei. Denn vom Geschädigten war... Ich finde aber auch, Gimme That Buff sagt, ich wäre in 10 Minuten da, auch hart nah. Ja, stimmt wohl. War kein Mobiltelefon in der Wohnung aufzufinden. Und dementsprechend kam dann natürlich sofort der Gedanke zur Ergreifung von Tanja B. Müssen wir jetzt dringend durch eine Handyortung feststellen, wo sich Tanja B. befindet. Wo sich Tanja B. findet. Man kann zwar ein Handy orten, man kann aber keine Person orten. Das ist ein wichtiger Unterschied, denn der Aufenthaltsort des Handys und der Aufenthaltsort der Person muss nicht zwangsläufig derselbe sein. In diesem Fall hat sie aber einen Anruf entgegengenommen und sie hat ein... Ich sag dir, da widersprechen dir alle Teenager. ...eine Sprachnachricht gemacht. Ich würde auch widersprechen. Das heißt, man wusste, dass sie die Handys bei sich hat. Man wusste, dass der Aufenthaltsort der Handys auch gleichzeitig ihr Aufenthaltsort ist. Im Laufe des späten Nachmittages kristallisierte sich immer mehr heraus, dass die Handys, die sie mit sich führt, schon seit 2 Tagen im Raum Dortmund sich aufhalten, sodass wir davon ausgehen konnten, dass sie selbst im Raum Dortmund ist. Tanja B. wird 1983 in Dortmund geboren. Ist sie jetzt hier bei Freunden oder Verwandten untergekommen? Wir konnten dann sehr schnell feststellen, dass das, was Tanja B. in dem Brief gesagt hat, nämlich, dass sie sich in Ostdeutschland befindet, nicht stimmt. Es war ungefähr an diesem Tag zwischen 18 und 19 Uhr, als sich die Lokalisierung ihres Aufenthaltes in Dortmund auf die Gegend rund um den Hauptbahnhof konkretisierte, sodass man davon ausgehen musste, dass sie eine Übernachtungsmöglichkeit dort haben müsste. Und dann haben die Kollegen aus Dortmund richtig überlegt und sind die klassischen Übernachtungsmöglichkeiten dort angegangen, haben die abgeklappert. Wie krass er immer im Konjunktiv reden muss. Tanja B. war ein Jahr zuvor nur auf Bewährung aus der Haft entlassen worden. Aus verschiedenen Betrugsdelikten hat sie 20.000 Euro Schulden. Sie hat Angst, wieder ins Gefängnis zu kommen und dass ihr niemand ihre Notwehr glaubt. Seit Tagen versteckt sie sich offenbar in Dortmund. Sie ist nach Dortmund gegangen und das ist psychologisch interessant. Denn wenn Menschen unter großem emotionalen Stress stehen, fallen sie auf früh gelernte Verhaltensweisen zurück. Sie gehen in ihre Komfortzone, sie gehen an Orte, die sie kennen. Sie ist in Dortmund aufgewachsen. Das ist der Ort, an dem sie ihre Kindheit verbracht hat. Das ist ihre Komfortzone. Und in diesem Moment des maximalen Stresses geht sie genau dorthin. Seit dem Eintreffen ihres Briefes auf der Polizeistation am Morgen sind 12 Stunden vergangen. Jetzt laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Selbstverständlich ist es sehr, sehr wichtig, dass am Tag der Tatortarbeit noch die Obduktion durchgeführt wird oder aber, dass diese Obduktion sich sehr, sehr schnell anschließt. Denn hier gerade in unserem Fall muss man sehen, der Geschädigte hat bereits 5 Tage zerteilt in einer Badewanne gelegen. Es war sehr heiß zur damaligen Zeit. Es war schon teilweise Verwesung eingetreten. Und das kann natürlich auch Spuren verwischen. Und die Gerichtsmedizin ist natürlich daran interessiert, die Leiche so gut erhalten wie möglich auf den Tisch zu bekommen. Wir waren sehr froh. Das klang die ersten 2 Sätze. Der Geschädigte hat gefünfteilt Tage in der Badewanne gelegen. Klang so falsch. So ja. Falsch einfach nur. Eieiei. Froh darüber, dass die Rechtsmedizin noch am selben Abend diese Obduktion gemacht hat. Die war dann von, ich sag mal, 20 bis 23 Uhr. Schön.
Schönes Haus. Sau gruselig, Alter. Wenn wir ein Tötungsdelikt haben und dann abends oder halt in der Nacht noch obduzieren, ist das immer ein Fall, der eine relativ große Relevanz und eventuell auch Brisanz hat. Also da geht es darum, möglichst schnell Befunde zu sichern, zu analysieren und zusammenzufassen, damit man einen Tatverdächtigen mit Erkenntnissen konfrontieren kann, um beispielsweise die Hypothese der Notwehr zu verifizieren und zu überprüfen. Gegen 20.30 Uhr beginnen die beiden Rechtsmedizinerinnen mit der Leichenöffnung. Ich dachte jetzt, sie geht so mit der Dusche schon so über den Kopf der Leiche und fragt, Temperatur ist gut so? Vorne kurz, hinten lang, ja. Machen wir einen schönen Fashion-Fasson-Schnitt. So ein Undercut, habe ich gehört, soll jetzt ganz gut sein. Auch so richtig deutsch, Alter. So Friseure, die vor 40 Jahren irgendwie mal so ihr Handwerk gelernt haben und dann so Fasson-Schnitt fragen, Alter. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Haare schön. Wenn wir eine Sektion durchführen bei uns im Haus, benötigt es immer zwei Ärzte. Es gibt einen Arzt, der diktiert und einen Arzt, der schneidet und präpariert und die Organe darstellt. Ein Leichnam, der getötet wird, wird auch zunächst nicht entkleidet. Da können ja verschiedene wichtige Spuren drauf zu finden sein. Und deshalb wird es so, wie es gefunden wird, auf den Sektionstisch gelegt. Und so war es auch in dem Fall. Also wir hatten den Torso, der in einer Decke und auch mit Plastik, soweit ich mich erinnere, eingewickelt war. Und wir hatten die Plastiktüten, in denen die Extremitäten der Kopf war. Das lag so alles auf dem Sektionstisch. Schön. Wir haben unser festes Schema. Wir beginnen mit einer äußeren Besichtigung und dann mit einer inneren Besichtigung. Das heißt, die Organe werden entnommen und werden entsprechend präpariert. Das ist eigentlich immer gleich. Und im Rahmen der äußeren Besichtigung werden dann auch von oben bis unten die ganzen Körperfunktionen durchbeschrieben. Ja. Machen wir Innenbesichtigung heute. Ja, mal sehen. Wir hatten beide Kettensägen. Sie sehen, und die Fassade ist nicht mehr top. Sektionszeitpunkt im Sektionssaal vorliegen. Und da hat sich an der einen Kettensäge jedenfalls schon Material gezeigt, das sehr nach bisschen Knochensplitter und Weichgewebe und blutige Bestandteile, die aber braun waren, weil sie auch eben schon faul gewesen sind, feststellen lassen. Außerdem haben wir an den Abtrennungsrändern versucht, das abzugleichen. Die waren sehr unregelmäßig, man sagt lefzenartig. Die waren zum Teil schräg. Also dass hier primär kein Messer eingesetzt worden ist, das konnte man zum Sektionszeitpunkt sehen. Da wir oder ich das noch selten oder noch nie gesehen haben mit der Kettensäge, wie das dann aussieht, kann ich es nicht konkret dieser Kettensäge zuschreiben, aber dass es was Reißendes, wie es zum Beispiel mit einer Kettensäge ist, gewesen sein könnte. Mir ist klar, dass ich eine Gerichtsmedizinerin natürlich vorsichtig ausdrücken soll. Aber ja. Mäuschen, bringen wir wirklich mal auf den Punkt. Du findest eine Kettensäge. Und die Wunden, an denen die Körperteile voneinander getrennt sind, weisen rissartige, abrissartige, lefzenartige Kanten auf. Ich will jetzt nicht behaupten, man muss der Albert Einstein der Kombinatorik sein, um sich zu überlegen. Kettensäge, Wundränder. Ich weiß nicht, ob das was miteinander zu tun hat. Ich bleib da mal vage. Ja, sie konnte es nicht dieser Kettensäge zuordnen. Ah. Vor allen Dingen auch... Dein Satz stellt es in völlig anderes Licht, ja. Ja, aber vor allen Dingen, obwohl sie sagte... An der Kettensäge war übrigens Überreste von ihm, aber. Aber das kann Zufall sein. Und stell dir mal vor, sie ist so richtig gut drauf, kommt so rein, guckt sich so das Appe Bein ab und sagt so: Oh, das war eine Husqvarna. Ja, Elektrobetrieb, ja. Wenn ja. Du too into it bist, Alter. Ja. Das konnte man direkt bei der Sektion dann sehen. Dann streitest du dich mit deiner Kollegin, ob es eine Stielkettensäge war oder so eine billige. Kriminelle so Leichenzerstückelung ist vor allen Dingen eins extrem selten. Wenn man aber die wenigen Fälle so anschaut, in denen Leichen zerstückelt wurden, dann stellt man schon fest, dass Intimizide, die Tötung des Intimpartners, die größte Gruppe davon sind. Also wenn es vorkommt, sind es nicht zwangsläufig Serienmörder, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit Personen, die ihren Intimpartner getötet haben. Okay. Am Abend erhält Franz Efinger
einen entscheidenden Anruf. Ich weiß noch, dass gegen 21 Uhr der Anruf aus Dortmund kam. Wir sind hier in einem Hostel, hier hat sie eingecheckt. Hier hält sie sich offensichtlich auf, hier hat sie übernachtet. Im Admiral. Nein, im Auto. Im Auto. Im ersten Moment geht einem da durch den Kopf, jawohl, wir haben sie. Sie ist da, wir kriegen sie. Wir werden ihre heute noch habhaft. Das sind so wirklich die ersten Gedanken, die einem da durch den Kopf gehen, und zwar im Positiven. Da jubelt man innerlich. Die Handyortung in Verbindung mit der Information, dass sie in einem Hotel eingecheckt hatte, unter ihrem echten Namen, führte schnell zu einem Treffer. Aber es war trotzdem Vorsicht geboten, denn Ausnahmesituationen für... Bist du auch davon überzeugt, dass der Typ noch natürlich neben seinem Hauptberuf eine Dozentenstelle haben muss? Ja. Seine Art und Weise zu sprechen und zu präsentieren spricht extrem dafür, dass er das oft vor Publikum tut. Ja, oder? Mhm. Also deswegen, der ist auch alle gecastet. Der macht das, ich bin überzeugt davon, dass er das in einem ausbildenden Rahmen tut. Oder es kann natürlich sein, ja. Mhm. Krass. Und zu Ausnahmeverhalten. Selbst erfahrene Ermittler. Den Profiler geprofiled. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, mit dem eiskalten Blick fickst du nicht öfter. Nee, aber schneller. Oder er ist einfach der Inbegriff von Augenkontakt halten und Pacing erhöhen. Ja. Wow. Klar, können nicht treffsicher vorhersehen, wie jemand im Moment einer Festnahme reagiert. Und egal, ob sie aus Notwehr gehandelt hat oder nicht, wir reden in jedem Fall über eine Frau, die vor einigen Tagen ihren Lebensgefährten mit einer Kettensäge zerstückelt hat. Und niemand kann treffsicher vorhersehen, wie hier die Reaktion bei der Festnahme ausfällt. Alter, seine Augen, Mann. Zur gleichen Zeit in Frankfurt. Auch die Rechtsmedizinerinnen machen Überstunden. Wir haben an dem Abend ziemlich lange... Ist das für eine Tafel? Spielt die da Hangman? Vor allen Dingen, ich habe nichts gesehen von dem, was sie aufgeschrieben hat. Gar nichts. Die Kreide war einfach nass. Du zählst, es ging bis nachts um 2:30 und es war ja sehr warm. Und es hat irgendwann mal in den späten Abendstunden die Klimaanlage dann sich von selbst auch ausgeschaltet. Es war wohl eine Automatik, was keiner wusste, was noch viel schlimmer wusste. Niemand wusste, wie sie wieder anging. Also wir haben, das ist eine Erinnerung, die ich noch habe, wir haben dann ziemlich geschwitzt. Ja, hast du richtig Bock drauf. Dazu kommt ein unerträglicher Geruch durch die stark verweste Leiche. Im Fokus der Gerichtsmedizinerinnen die Todesursache. Wir haben insgesamt 31 Stichverletzungen abgrenzen können, wovon ziemlich viele, nämlich 13, im engeren Halsbereich gewesen sind. 31? Und das war letztendlich dann auch todesursächlich, weil nämlich von den Halsblut- und Halsschlagadern welche durchtrennt worden sind und auch der Kehlkopf durchtrennt wurde. Sodass wir als Todesursache zu einem äußeren inneren Verbluten gekommen sind und konnten aber allerdings noch feststellen, dass er durchaus eine Weile noch gelebt hat, weil Kehlkopf. Von den Verletzungen, die gesetzt wurden, geblutet in den Kehlkopf und dieses Blut im Kehlkopf wurde eingeatmet. Das sehen wir dann in den Lungen, also kleine, scheckige Blutpartikel, die dafür sprechen, dass der oder diejenige natürlich noch geatmet hat, das heißt Herz- und Kreislauftätigkeit und Atemfunktion noch funktioniert hat. Das heißt also, dass diese Stichverletzungen... Du hast mich übrigens richtig schön gerettet. Ich bin ja auch so einer, der das so gar nicht kann. Mhm. Ich kann ja nicht mal Leuten zugucken, die sich einen Kehlkopf berühren. Aber dadurch, dass du so schnell so abgegangen bist, konnte ich einfach nur genießen, wie schlecht es dir ging. Ah ja. Aber ist krass, ne? Dann denkst du so, jo, 31 klingt voll viel, aber wird einfach nachgewiesen, ja, der hat wirklich gelebt, weil sie hat ja auch geschrieben, so lange zugestochen, bis der sie losgelassen hat. Meine Güte. Durchaus eine Weile überlebt worden sind. Was wichtig ist für die Beurteilung juristisch, ob noch eine Handlungsfähigkeit da gewesen ist oder ob der Tod sofort eingetreten ist. Manchmal entsteht das Overkilling
aus der Dynamik eines Kampfes. Viele Täter oder Täterinnen erschrecken sich, dass das Töten mit einem Messer viel länger dauert, als sie vermuten. Sie glauben, sie setzen einen Stich und dann ist die Person sofort tot. Dem ist nicht so. Bis eine Person verblutet oder am eigenen Blut erstickt, können durchaus einige Minuten vergehen. Minuten, in der die Person aufsteht, sich möglicherweise wehrt. Und dann kann das exzessive Zustechen eine Reaktion darauf sein, dass die Person nicht damit gerechnet hat, wie schwierig es eigentlich ist, mit einem Messer zu töten. Ob das Ganze aus der Dynamik entstanden ist oder eine ungebremste Entladung von Wut, in Ihrem Fall ist beides denkbar. Ich weiß, dass gegen 23 Uhr, 23.30 Uhr meine Kollegin mich anrief, um mir das vorläufige Obduktionsergebnis mitzuteilen, das für die Vernehmung von großer Bedeutung ist. Sie sagte mir, dass zum einen der Leichnam tatsächlich vollzählig vorhanden ist, dass der Kopf und die vier Gliedmaßen abgetrennt waren, mutmaßlich mittels der Kettensäge. Dass aber am Leichnam, am Rumpf selbst, eine große Anzahl von Stichverletzungen noch haben festgestellt werden können. Das war für uns, für mich, noch besonders wichtig zu wissen, weil es die Zweifel an Ihrer Version des Geschehens jetzt wieder verstärkten, an der Notwehrsituation, wie sie geschildert hat. Denn ich habe mal eine Frage. Ich habe, weil ich ein paar Sachen im Chat gelesen habe. Das ist jetzt eine ganz ernst gemeinte Frage von mir. Auch an dich, aber prinzipiell auch in erster Linie an den Chat. Bei euch wird gedruckt? Das war nicht meine Frage. Was war das? Ich weiß. Das? Es klang so, als würdest du drucken. Das war Papier. Nee, ich habe einfach nur Papier gehabt. Und zwar meine Frage: Wenn ihr so eine Stories hört oder solche Schilderungen, geht euch das auf irgendeine Art und Weise nahe? Ja, aber nur in dem Moment. Weil ich so ein paar Leute gesehen hatte, die so reagierten, als würde es ihnen nahe gehen. Aber es sind sehr viele Nein. Ja, bei mir auch. Also null. Ich habe da überhaupt keinen emotionalen Ankerpunkt zu, weil ich kenne die Leute nicht und ich speichere das halt als Geschichte ab. Ah, okay, dann sind wir aber dann, nee, ich dachte aber du, also jetzt auch gerade Thematik mit, boah, ich habe Gänsehaut und so weiter und so fort. Ich, also tatsächlich für mich ist so, boah, krass. Mm-mm. Die Gänsehaut kam bei mir vorhin 100% ob der Inszenierung. Ah, okay. Das war das bei mir. Aber für mich hat das so, für mich ist das rundum Filmcharakteristika, ob ich das gucke oder halt, keine Ahnung, 28 Days Later, macht für mich aufgrund der Aufmachung und aufgrund dessen, dass ich halt mit keinerlei Involviertheit in so einen Fall oder Bekanntschaftsverhältnis zu irgendeiner Person da Betroffenen hätte oder habe, ist es für mich absolut nicht, also geht mir null nah. Okay. Nee, also ich glaube mich, also so ein, also ist schwierig zu sagen, aber ich finde es in dem Moment, wo es erzählt wird, so, wow, krass. Mhm. Ich finde es krass, es gibt echt viele Leute, die deutlich empathischer unterwegs sind hier. Mhm. Also im Chat. Ja. Stiche im Rücken sind mit einer Notwehrsituation schwer in Einklang zu bringen. Überhaupt die große Anzahl der Stiche. Das ließ dann schon schwierig wieder den Verdacht stärker werden. Stiche in den Rücken ist natürlich schwierig. Obwohl, du kannst ja zum Beispiel an demjenigen, wenn der dich irgendwie wirkt oder so, kann es ja sein, dass sie das Messer hat und so weit ausholt und ihm irgendwie so, weißt du, von hinten so in den oberen Rückenbereich. Ja, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie, wenn sie sagen, Stiche in den Rücken. Ja, dann meinen sie so halt so die Fläche, wo man schlecht rankommen würde, wenn man vor demjenigen steht. Naja. Außer man hat so krasse Affenarme. Ja, Mann. Die Beschuldigte uns nicht ganz die Wahrheit gesagt hat über das Geschehen. Als die ersten Berichte aus der Gerichtsmedizin nach der Obduktion kamen,
hat sich eigentlich das bestätigt, was ich schon vermutet hatte. Nämlich, dass die Beschuldigte doch mit erheblicher Brutalität vorgegangen ist. Und als diese Ergebnisse kamen, es kam nämlich sehr, sehr schnell, dass der Geschädigte 31 Messerstiche aufwies. In Dortmund ist Tanja B. niemandem aufgefallen. Hat diese junge, unscheinbare Frau ihren Lebensgefährten tatsächlich vorsätzlich getötet? Stell dir mal diese Aussage, wo ich mir auch so denke, oh ja, da sehe ich, das ist eine Mörderin. Die hätte eigentlich hätte sie der Bevölkerung auffallen müssen. Ganz klare Nummer. Wir kamen aber mit den Dortmunder Kollegen überein, dass die Gefährlichkeit nicht so hoch einzuschätzen gewesen wäre, dass es Spezialkräfte gebraucht hätte, um sie festzunehmen, sondern dass die Kollegen von Dortmund selbst diese Festnahme werden machen können. Kurz vor Mitternacht ist es soweit. Wir haben sich die Zimmertür von der Rezeptionistin öffnen lassen, um ungestört da reinkommen zu können, und sind zu viert in das Zimmer und haben die Beschuldigte im Bett liegend angetroffen. Die Kollegin teilte am Telefon mit, dass die Beschuldigte relativ gefasst auf sie wirkte, ziemlich ruhig in ihrem Bett angetroffen war, keinerlei Widerstand oder Fluchtversuche oder Ähnliches geleistet hätte. Sie war bei der Festnahme extrem ruhig, fast teilnahmslos. Der Zusammenhang zwischen Aggression, antisozialem Verhalten und einem niedrigen Ruhepuls ist eine der am besten belegten Erkenntnisse. Schwedische Forscher haben 700.000 Männer über einen langen Zeitraum untersucht und festgestellt, dass ein niedriger Ruhepuls von weniger als 60 Schlägen pro Minute, dass diese Personen eine 40% höhere Wahrscheinlichkeit haben, im Laufe ihres Lebens für ein Gewaltverbrechen verurteilt zu werden. Was? Damit ist ein mein Ruhepuls liegt im Schnitt übrigens bei 52. Ja. 52 bis 54 ist mein Ruhepuls. Und zwar jeden Tag. Ruhepuls nicht zwangsläufig ein Biomarker des Bösen, aber zumindest ein Risikofaktor. Wenn also erfahrene Ermittler und Staatsanwälte immer wieder davon berichten, dass Personen erstaunlich ruhig, das will ich auf dem T-Shirt, und teilnahmslos sind, dann ist das nicht nur eine subjektive Wahrnehmung, sondern ein biologischer Fakt. So, jetzt haben wir deine Teilnahmslosigkeit und deinen Ruhepuls, haben wir schon mal drin. Noch so ein Punkt und du kommst hier auf die schwarze Liste von Profiler Hoffmann aus Hessen. Das ist kein Spaß, aber prinzipiell, also wäre ich irgendwann in meinem Leben im Kreis der Verdächtigen von irgendwie so einer Art Fall, wäre ich aufgrund meiner medizinischen Historie und mit einer diagnostizierten narzisstisch-depressiven Persönlichkeit ruckzuck aber sowas von in den Top 3 der Hauptverdächtigen. Ja, im Top 3, ich würde nach niemand anderem mehr suchen. Einfach. Chapeau. Wie geht's jetzt weiter? Wie wird die Beschuldigte, wie wird Tanja B. sich jetzt einlassen gegenüber den Dortmunder Beamten? Wird sie genau das bestätigen, was in diesem Brief steht? Oder wird sie vielleicht plötzlich was ganz anderes sagen, uns eine ganz andere Geschichte präsentieren, möglicherweise irgendjemanden anderen dieser Tat bezichtigen? Das weiß man in dieser Situation natürlich nicht. Auch Kriminalhauptkommissar Franz Efinger lässt die Tat nicht los. Jetzt der Kaffeeshot, Alter. Warum hat Tanja B. ihren Lebensgefährten getötet? Warum hat sie ihn anschließend mit der Kettensäge zerteilt? Interessante Fragen, aber was er gerade gesagt hatte, ist auch total interessant. Hier nochmal ein kleiner Schwank aus meinem Studium. Es ist ganz interessant, es gibt ja die sogenannte kristalline Intelligenz und die sogenannte fluide Intelligenz. Kristalline Intelligenz setzt sich viel zusammen aus dem, was du gelernt hast. Ja? Und fluide Intelligenz ist viel sowas wie Improvisation und solche Geschichten halt, Kreativität etc.
Tatsächlich ist es so, dass du eine Lügengeschichte, ein Lügenkonstrukt, verhältnismäßig schnell durchschauen kannst. Denn während einem immer suggeriert wird, es wäre problematisch, sich bei Aussagen beispielsweise in Widersprüche zu verstricken, ist das tatsächlich gar nicht der Fall. Das soll dir allerdings Glauben gemacht werden, weil man dadurch die Glaubwürdigkeit deiner Aussagen sehr schön framen und sehr schön einfach kontrollieren kann. Ihr müsst euch vorstellen, Erinnerungen kommen ganz tief aus dem Teil, der auch für die fluide Intelligenz mit zuständig ist. Erinnerungen sind nämlich fluide, Erinnerungen sind flüssig, Erinnerungen wabern vor uns hin und es wird beim Erzählen immer mal ein Detail zum Beispiel mehr erinnert und der Geschichte hinzugefügt, dann der Schwerpunkt auf ein anderes Detail gelegt, wenn man jemand anderem das erzählt, zu dem man eine andere emotionale Bindung hat. Erinnerungen, echte Erinnerungen können unheimlich schwanken in Detailgrad und in dem, worauf du den Fokus legst, deinem Gegenüber gegenüber. Während ein Lügenkonstrukt, eine Lügengeschichte, also eine erlernte Geschichte aus der kristallinen Intelligenz, immer gleich bleibt und die Details immer gleich vorgetragen werden. Daran erkennt man Lügengeschichten bei Aussagen extrem schnell. Ja, ich finde nur schön, dass du am Anfang als Scherz gesagt hattest des Streams, Olli ist tot und jetzt der Hashtag kommt, wo ist Olli wirklich? Ist natürlich ein bisschen scheiße gelaufen, Alter, würde ich sagen. Wenn er einfach ab heute so für eine Woche nicht mehr da wäre. Morgen dann auch so im Übergang so, ja, eigentlich sollte Olli bei diesem ultra wichtigen Gruppenprojekt hier mitmachen, aber Olli ist gerade im Urlaub. Eieiei. Gucken wir mal weiter noch. Ja. Gucken wir mal, ob Olli morgen da ist. Erfahren Sie mehr, schalten Sie ein. Es war mit der Staatsanwaltschaft geklärt, dass, wenn sie festgenommen ist, sie am nächsten Tag bei uns, beim Amtsgericht Hanau, vorgeführt werden soll vor den Haftrichter. Dass sie also noch in der Nacht transportiert werden soll zu uns hier runter. Und wir versuchen möglichst zeitnah mit unseren Tätern zu sprechen, eine Aussage zu bekommen. Und nach alledem, was ich im Laufe des Tages da am Tatort schon gesehen hatte, was ich mittlerweile weiß, war ich ganz besonders daran interessiert, möglichst schnell mit dieser Frau mal sprechen zu können, die das getan hat. Die das, ich sag's mal so, angerichtet hat, was wir dort angetroffen hatten. Alter, echt spannend, Alter. Ja. Krasse Nummer. Echt also spannend. Ich bin extrem auf jeden Fall für eine Folge 2. Ja. Gerne auch mit quasi Zusammenfassung, sodass Olli quasi mit ins Boot geholt wird und alle, die dann einschalten, dementsprechend auch nochmal eine Zusammenfassung bekommen. Genau, damit wir Olli ins Boot holen. In das Boot, von dem wir seine eingewickelte Leiche gerollt haben, um, ihn, um sie im See zu versenken. Ja, nee, Freunde. Leute, Part 2 jetzt wird nicht passieren. Sorry, nein. Den Zahn muss ich euch echt ziehen. So aber schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn wir Part 2 durchnehmen. So wie der so Typ mit seinem Fickkraut. Deswegen Daumen nach oben, hier Hashtag wo ist Olli wirklich und genau. Lasst uns wissen, wie ihr dazu steht, zu dem Ruhepuls. Wie ist euer Ruhepuls und wie ist eure Empathie? Bis dahin. Ciao. Rinnehauen.